Moinsen, in diesem Video stelle ich euch drei kostenlose Apps für die Apple Watch vor und ich wünsche euch viel Spaß. Die erste App im Bunde heißt auf dem iPhone Live TV, auf der Apple Watch einfach Fernsehen und die ist dafür da, euch zu sagen, was gerade im Fernsehen läuft oder was später im Fernsehen läuft. Wir gehen einmal drauf und dann haben wir hier die Übersicht, wollen wir wissen, was jetzt läuft, wollen wir wissen, was um 20.15 Uhr läuft oder irgendwelche Tipps, die die App für uns hat. Wir wollen jetzt mal wissen, was läuft um 20.15 Uhr und dann haben wir hier einfach eine Übersicht. Interessant, dass Justice League läuft zum Beispiel, das wusste ich nicht. Draufklicken bringt nichts, ne? Aber ihr habt hier zumindest eine Übersicht, ey, es startet um 20.15 Uhr und es läuft bis 22.30 Uhr. Nice wäre natürlich, wenn man zum Beispiel draufklicken könnte und sich eine Erinnerung machen kann. Geht in dem Fall aber nicht, aber so auch schon coole Funktion. Das hier ist keine weitere App, sondern Werbung in eigener Sache. Mein Ziel für 21 ist es, 100 Abonnenten zu erreichen. Wenn ihr den Content feiert, liked doch bitte das Video, abonniert den Kanal und so könnt ihr mich dabei unterstützen. Und weiter geht's. Die zweite App im Bunde bringt kein Spiel, sondern eine zusätzliche Funktion zur Apple Watch. Es ist nämlich Autosleep. Die Funktion der Schlafmessung gibt es ja jetzt schon seit der Apple Watch Serie 6 bzw. der WatchOS-Version. Aber ich persönlich finde die Überwachung des Schlafes jetzt nicht wirklich herausragend. Sie ist nicht wirklich genau in dem Sinne, dass sie detailliert Sachen anzeigt, sondern sie sagt einfach nur, ey, du hast so und so lange geschlafen. Die App Autosleep ist komplett kostenlos und selbst auf der Apple Watch an sich finde ich die Übersicht der Daten ziemlich gut. Auf dem Phone ist sie sogar noch besser. Ne, hier als Beispiel, sie sagt uns, ey, du hast so und so lange qualitativ geschlafen, so und so lange tief geschlafen. Der Puls bzw. die Herzfrequenz war so. Ich kann euch die App auch nochmal detailliert vorstellen mit allen Funktionen, die auch die iPhone-Version hat. Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Meine App hier, Autosleep, nur als kurze Vorstellung. Die dritte App im Bunde ist auch kein Spiel, sondern bringt auch eine zusätzliche Funktion mit, nämlich eine Funktion, neue Watchfaces zu entdecken. Ich habe euch ja schon mal Facer vorgestellt. Die App hier heißt Body Watch, da seht ihr hier. Und man kann sowohl auf der iPhone-App als auch auf der Watch-App nach Watchfaces suchen und diese direkt einstellen. Ihr klickt drauf und dann seid ihr auch schon hier in der App. Hier lässt sich zwar nicht danach suchen, aber ihr könnt halt einmal durchgehen und gucken, was so aktuell ist. Ne, weiter nach unten geht es nicht. Da müsste man dann später wieder gucken, wenn die andere haben. Aber wir können ja mal schauen, ey, mir gefällt jetzt einfach mal, welches nehmen wir denn? Komm, wir nehmen mal Space Invaders. Zack, gehen wir drauf, dann leitet das ein bisschen und dann können wir einfach auf Hinzufügen gehen. Und zack, haben wir das Watchface. Weil diese Watchfaces haben in der Regel einfach ein Foto als Hintergrund und dann natürlich hier die Uhrzeit. Das heißt, man kann die einfach von der Watch neu hinterlegen. So muss man nicht lange auf dem iPhone suchen, sondern kann spontan auf der Watch auch ein neues Watchface hinzufügen. Ist für mich persönlich eine gute Alternative zu Facer. Wenn euch das Video und die Apps gefallen haben, dann lasst doch gerne ein Like da, abonniert den Kanal für mehr und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein!